Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zu der neuen Version von Escape from Tarkov. Yes, endlich! Gestern wollte ich eigentlich schon ein Video machen und hochladen, aber die Server haben nicht so mitgespielt. Erst um, ich glaube, 21 Uhr, 21.30 konnte man endlich zu deutscher Zeit den Patch runterladen. 3 GB groß, 3 GB ein paar zerquetschte, sagen wir mal. Und ja, die Server waren überlastet. Ich glaube, ich habe dafür etwas über eine Stunde gebraucht. Und da ich ja, berufstätig bin, hatte ich dann halt gestern Abend keine Zeit mehr. Und ja, schauen wir mal an. Ich bin jetzt schon zweimal rausgeflogen. Einmal aus dem Spiel und einmal quasi aus dem Menü. Mit der Begründung Serverüberlastung. Also es kann ruhig vorkommen oder gleich vorkommen, dass wir hier quasi wieder rausfliegen. Ja, mal gucken, was das jetzt so neu ist. Ja, die Übersicht ist schon mal neu. Ich glaube, der Typ ist auch neu. Neuer Händler. Der kam ja auch erst davor. Neu raus. Natürlich, wie ihr seht, ich habe schon ein, zwei Probenrunden gemacht und schon ein, zwei Waffen verloren. Ärgerlich. Haben sie die Preise geändert? Nö, also das ist hier für die Leute, die mit Bitcoins handeln und viele Bitcoins übrig haben. Oh, die ist, glaube ich, neu. Die Variante. Ja. Gucken wir uns eher weniger an. Ragman. Was das tun tolles. Oh, neuer Helm. Neue Helme gibt's auch. Definitiv. Und neues Cappy. Aber wo ist Superman Cappy? Ich habe mein Superman Cappy schon ewig nicht mehr gehabt. Gab bestimmt ein Problem wegen den Markenrechten. Neue Sonnenbrille, na, ist ja der Hammer. Cappys, Cappys, Cappys. Ja. Müsste ich erstmal hochleveln. Wie gesagt. Heute das erste Mal wieder. Hat sich hier bei dem Freunden was geändert? Ja. Standardkram. So. Hat sich hier. Hier sollte jetzt die Mission. Oh. Hatte der Skill nicht Mission? Oder gibt es jetzt einen eigenen Bereich für? Not available. Okay. Der Flohmarkt ist noch nicht da. Gibt es hier keine Mission? Doch, hier gibt es eine. Besorge 3 Shotguns, MP 133, ja. Aber werde ich erstmal nicht besorgen, weil ich kann erstmal alles quasi gebrauchen. Ich bin quasi, naja, arm bin ich nicht, aber ich habe meine ersten 2 Pistolen schon verloren. Oder schon, glaube ich, nee, hier waren frei. 2 Pistolen habe ich schon verballert. Ja, doch, hier von den Gretsch. Ging rasend schnell. Einmal Server Connect. Pech gehabt. Wahrscheinlich bin ich tot. Krieg die Sache nie wieder. Und jetzt, ja, gucken wir mal. Was ist noch neu? Es gibt auf jeden Fall neue Waffen. Eine neue MK AK-Serie. Die 100er. Ich glaube, die fingen so 101, 102, 103, 104. Alle so ein bisschen anders modifiziert oder ja, modifiziert und auch wieder natürlich Teile, um die Waffe auszurüsten oder zu verbessern, quasi. Aber das ist, glaube ich, erstmal nicht interessant. Also generell muss ich erstmal wieder ein bisschen, ja, Kram anschaffen. So, PMC. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Grafik jetzt passt. Ich habe jetzt gerade gesehen, der hat auch die Grafikeinstellungen zurückgesetzt bei mir. Gucken wir, wie das Endwerk dann aussieht. Ja, und jetzt kommen wir mal zu dem Sahnestückchen. Für die, die das natürlich schon gespielt haben, warten schon lange sehnsüchtig nach einer neuen Map. Und endlich, nachdem Shoreline hoffentlich jetzt auch mal ein bisschen besser ist. Also sie war ja auch schon, warum kam die raus, vor ein paar Monaten. Ist eine gute Map, aber die hat am Anfang richtig lange ein bisschen rumgespackt. Serverprobleme. Und jetzt ist neu Interchange. Die Map, die ich mir nicht merken kann vom Namen. Und die machen wir jetzt einfach mal. Ich habe keine Ahnung, wie die ausschaut. Wo da... Oh, ist hart. Very hard. Naja. 10 bis 13 Spieler. Gucken wir mal. Ich gehe da einfach mal mit Pistole rein. Ja, Map habe ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob es die schon gibt, aber die hat man, glaube ich, auch erst später gekriegt.
Ich gehe nochmal kurz zurück. Das interessiert mich. Die hat doch hier mal die Maps verkauft. Ah, Resorts. Shoreline. Factory. Unknown? Ne, Woods. Das ist was, glaube ich, zu essen. Ah, ja, Painkillers. Ich liebe die Teile. Ja, was zu essen. So. Ich würde sagen, starten wir einfach mal ein Ründchen. Mal gucken, wie es läuft. Ich meine mal eine Map, die man nicht kennt. Ist keine gute Qualifikation. Ja, komm, versichern. Bei dem guten alten lieben Prapor. Zack, die geilste Pistole ever. 8 Schuss, ich bin so geil. Ja. Fuck. Viel los. Was hat sich noch getan? Ja, ich glaube, wenn... es gibt jetzt Skills fürs Magazin. Also man kann jetzt nicht mehr einfach ins Menü gehen, sollte man nicht gehen können, und da einfach Munition reinpacken, weil man nicht weiß als Noob, wie viel Munition ist im Magazin. Es gibt jetzt wohl, jetzt habe ich gar nicht geguckt, eine Taste, da kann man wohl ins Magazin reingucken. Also man entlädt es und guckt rein, so, oh, ich habe jetzt noch 2 Schuss. Okay, klack, kannst du rein, so habe ich es verstanden. Mal gucken, ob wie es jetzt ist. Steht es hier gerade? Aber das ist nebensächlich, also das gucke ich gleich nochmal nach. Viel wichtiger interessiert mich eigentlich die Map. Also man hat einige Maps schon lange durchgespielt, oder nicht durchgespielt, aber man hat sie haufenweise gespielt und man kennt sie halt. Und eine neue Map, endlich! Ah, geil! Leider bin ich wieder Level 1, das ist wieder schade. Es gab einen Vibe. Alle Waffen, die ich hatte, sind weg. Meine ganzen schallgedämpften schwarzen AKs weg. Schade. Ich hatte, glaube ich, sogar eine AK mit 3 Laserpointern dran. Das erinnerte mich so ein bisschen an eine Predator. So, habe ich zwar nie eingesetzt, aber naja. War eigentlich mal für Factory gedacht, mit einem 60er Magazin. Und dann so Laserpointer da schön in den dunklen Gängen lang spazieren. Naja. Könnte man vielleicht nochmal machen irgendwann. So eine dunkle Session machen. In der Nacht. Wenn ich denn an... Nein, mit Taschenlampe nicht. Wenn ich so ein Nachtsichtgerät hätte. Das hätte was. Mal gucken. Brrr, also ich muss auch sagen, jetzt gerade mit 2 Minuten... Oh, also ich hatte vorhin eine Runde Customs oder 2 Runden Customs versucht zu spielen. Und das ging eindeutig schneller. Ist natürlich klar, alle wollen jetzt die neue Map testen. Ich habe jetzt aber keine Lust, so lang zu warten. Ich bin ungeduldig. Gib Gas, Junge. Aber wir hatten das damals auch bei Shoreline. Ich hätte es auch denken können. Ich hätte mal als Video eigentlich starten müssen sollen im Spiel. Ich glaube, das werde ich die nächsten auch machen. So, wir sind da. Und ja, alles lädt. Mann, ist das der Hammer. Oh, hier steht ja was. Ist das normal so? Das ist ja Kacke. Weil gerade in dem Spiel muss man ja sofort wissen, das ist ganz schnell. Oh, Generator ist an. Das war schön. Ach, hier ist Müll drin. Alter, in den anderen Butzen war nie was drin. Außer am Bett und vielleicht irgendwas auf dem Boden. Und hier ist ja mal Müll drin. Super. Ach, hier ist auch noch ein Licht an, Mensch. Welcher Idiot macht man am Tag Licht an, ey? Oh, komm her, komm her. Da ist bestimmt was drin. Ganz tolles. Ein Goldkettchen, eine Golduhr. Zigaretten. Yeah. Komm, nehme ich mit, ich habe ja nichts. Schöne Kippen hier. Kann ich für tolle Rubel wieder verkaufen. So. Ich habe keine Ahnung.
Ich weiß weder, wo die Ausgänge sind. Bestimmt irgendwo am Rand. Klingt so an irgendeiner Mauer. Man hat auf den Screenshots irgendwelche Einkaufsläden gesehen. Ah, da hinten, das Blaue. Ist wahrscheinlich Idea. Fuck, ist das hell. Ich gehe mal kurz zu diesem Ausgang da hinten. Wo waren Waffenwechsel? Ich habe das jetzt auch wieder ein paar Tage nicht gespielt. Ah, Messer. Ich habe lieber meine Axt. Ich muss mal meine Axt wieder bekommen. Ein Bilderrätsel. Das könnte ein Kreis sein mit einem Pfeil. Dann ein irrigierter Penis. Dann ein gerader Penis. Und dann eine Katze. Da können wir mal, oder könnt ihr mal drüber überlegen, was das bedeuten soll. Nee, das ist nix. Eine Stunde Zeit. Es gibt ja Maps, die sind definitiv kürzer. Oh, ich dachte, das ging gerade auf. Also hier schon mal nicht. Hier schon mal nicht. Das ist auch alles offen hier. Das ist ja kacke. Und so hell. Ah. Hier ist gleich eine Straße. Alter, ich finde... Oh, Militärsachen. Hübscher Panzerchen. Schon ausgetrunken. Verdammt. Keine Jacke, keinen Sinn. Wo gibt's den heißen Scheiß? Ich brauche Waffen, Ausrüstung, Granaten, alles. Einfach schwarz gelassen. Ich muss sagen, da hat sich bei Kingdom Come die Leute mehr Mühe gegeben. Wenn man da mal so ein Plumpsklo reinguckt, dann findet manchmal so manche Überraschung. Schüsse. Ich renne natürlich jetzt drauf zu. Das ist natürlich bekloppt, weil ich habe ja nichts. Süße Pistole habe ich hier. Munition gefunden. Mensch. Wuhu, Munition! Nein, ich hab sie rausgeschmissen. Ich Trottel. Ja, scheiße! Ich... Warte! Da war sie! Wo ist sie? Da! Munition! Yeah! Die ist bestimmt so wertvoll, die packe ich mal hier unten. In den Beta-Container. Das sind die Sachen, die auf jeden Fall safe sind. Falls ich sterbe, behalte ich alles, was im Container ist. Oh, ist ja alles Zone? Komme ich da nicht drüber? Man verliert ja immer alles. Eieieiei. Ich weiß, ich sterbe gleich. Es ist egal. Aber. Mensch. Was hatten die gelesen? Oh. History. The Bismarck. Na.
Das kann ich nicht lesen. Mein Russisch war nicht so gut. Video irgendwas. Und natürlich Playboy. Den Playboy. Ah, Boy auch noch, nicht Boy. Also, ich nehme das zurück. Scheiß aufs Dixie. Was ich da gesagt habe, wenn da kein Haufen drin ist, ist nicht so schlimm. Die haben ja andere Sachen eingebaut. Das finde ich cool. Das habe ich, glaube ich, so in den anderen Maps nicht gesehen. Ich muss ins Einkaufsladen rein. Ja, rotz drum. Oh, oh, das hört sich gut an. Das hört sich so gut an, dass ich keine Chance habe. Und hier liegt auch nichts. Lagerfeuer. Und oh doch, hier. Cornflakes. Ah, nee, Sugar. Oh, das ist sehr nah. Fuck, kann man klettern? Oh, man kann hüpfen. Sahen die Bäume immer schon so aus? Hier auf offenem Gelände, sobald jemand mit einer Uzi oder sonst irgendwas, na Uzi gibt's ja nicht, mit Maschinengewehr mich sieht, bin ich tot. Armer draufhalten, bin ich weg. Hey, der Bus ist zu. Also das ist cool. Ich glaube, ich lasse die Kippen mal da. Hier die Kackmunition, die gefundene. Wir müssen jemanden killen. Wäre ja cool gewesen, wenn jetzt da eine AK drin gewesen wäre. Oder irgendetwas anderes. Ah, schon mal nichts. Ein Scav wäre auch toll. Ein Scav, irgendwer da rumsteht, den ich mal töten kann. Ich brauche einen Rucksack. Und dann haben wir das Problem, wir wissen nicht, wo die Ausgänge sind. Also mein Ziel ist, glaube ich, für diese Session einfach mal Idee finden. Idee ist einfach gut. Dum, 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 dum. Nee, das war irgendwas anderes. Hm, toll. Scheiß aufs Magazin. Aber das mit. Und wieder keine Waffe. Bei so einer dicken Kiste hätte ich mich echt gefreut, wenn da eine Waffe drin gewesen wäre. Auch wenn es nur einmal 30 Schuss wären oder so. Irgendwas, mit dem ich die Leute hier ein bisschen freundlicher begrüßen könnte. Was geht noch tiefer? Ich dachte, ich gehe hoch. Geil. Ah. Bewässert. Ach. Falsche. Ach, geilo. Hier, das ist gut. Hier, der denkt, der den Map nicht kennt, denkt erstmal, oh. Da steht einer. Schleichwerbung? Aber hey, mache ich auch. Ah, ich saß noch in der Kiste, schade. Hm.
Hat so ein bisschen hier... Das Division. Erinnert mich gerade so ein bisschen an Division, bloß in... Ah, Russia-Style. Ich mag irgendwie diese Spiele mit diesem russischen Setting, also... Weiß ich nicht. Die amerikanischen sind mir einfach zu langweilig. Warum sind hier Zelte? Sind sie hier übernachtet? Ist mir hier zu ruhig. Wo seid ihr? Das sieht doch militärisch aus. Gibt's hier irgendwas? Da hinten war einer. Na, mein Freund, wo bist du? Da ist eine Kiste. Merken. Ich würde gerne die Kiste durchsuchen. Aber dann mache ich wieder Krach. Auf den Kisten liegt auch was. Schade, ich dachte, er kommt hier vorbei. Ey, hakt es. Und dann natürlich einer, der ausgerüstet ist. Ah, da habe ich viel gezeigt. Scheiße. Ah, da hakt es. Und natürlich ein Gegner. Ja. Das lief gut. Toll. Ja, irgendwie enttäuschend. Naja. So viel dazu zur neuen Map. Also, wo waren wir? Wir waren draußen, da war es hell. Wir waren in der Tiefgarage und dann im oberen Bereich. Also ich glaube, wir haben noch nicht viel von der Map gesehen. Aber ich mache hier erstmal einen Cut. Und ja. Würde einfach gleich die nächste Aufnahme starten, aber diesmal ohne diese lange Wartezeit. Weil ihr habt auch was Besseres zu tun, als da 2 Minuten im Wartescreen zu sein. Ja, ich hoffe, dieses kurze Video hat euch gefallen. Und ja, ihr seht noch ein weiteres von meinen Videos. Also, noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.